Ja, herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring. Ja, selber Tag, selbes Glück, würde ich mal sagen. Das ist der Mond. Das ist der kleine Erdfurz. Folgendes, jetzt müssen wir laut diesem Leichtschleicher dahin zu dieser Kirche gehen. Ja. Ich frage mich, ob diese Lichtstrahle gerade irgendwo hin zeigen. Egal. Auf jeden Fall, das war der Typ. Ich habe nachgegoogelt, wie man die Waffen beidhändig führen kann. Dafür muss man E drücken und Linksklick. Jo. Ja. Ja, was das aber macht. Okay, ich muss Mausrad benutzen. Alles klar, okay. Ja. Zweihändig. Und noch was? Ich habe noch mal bei mir geguckt. Ich spiele übrigens jetzt offline, ne? Für bessere Framerate, falls das was bringt. Ich habe geguckt, die Tastenbelegung. Aus Dark Souls 3. Genau, Kamera zurück, Ziel aus, abwählen. Hatte ich dort bei Steuerung. Sonst ist soweit die Steuerungstaste aber auch frei, oder? Scheint so. Ich schau noch mal. Ja, Q drücken. Das da. Steuerung ist frei. Okay. Dann lege ich mal auf Steuerung. Was war das für ein Geräusch? Dann lege ich mal auf Steuerung jetzt die... Ach, das sind die Tabs, okay. Auf Steuerung lege ich mal die Dings, genau. Genau. Und auf Q den starken Angriff. Jawohl. So, schauen wir mal. Ja, nice. Geil. Ja, den Typen... Oh. Den Typen sollten wir noch nicht begegnen. Ja, sollten wir noch nicht begegnen. Der ist noch ein bisschen stark. Zumindest habe ich ihn damals noch nicht gekillt. Im Dingstest. Ein Network-Test. Okay. Oh. Ich dachte schon, das Ding greift mich an. Ah ja, Steuerung. Okay. Was haben wir hier? Materialien erwerben. Ruinenfragment. Hm. Hui. So, noch. Gibt's hier noch mehr? Da ist noch so ein Ding. Wofür die Dinger gut sind, weiß ich noch nicht wirklich. Ah, Material zur Herstellung von Objekten. Okay, jetzt weiß ich's. Das wäre geklärt. Ich frage mich, ob man da hin kann irgendwie. Da, wo die Schiff... nicht Schiffbrüchigen, sondern die... gestrandeten Schiff sind. Keine Ahnung. Okay, so. Ich hoffe nach wie vor, dass die Framerate gut bleibt. Was ist das? Weil ich aufnehme Erdenblattblume. Dankeschön. Und dass es soweit keine großen Einfrierer geben wird, wie beim allerersten Bosskampf ganz am Ende, bevor ich geplottarmort wurde. So. Ah. Dankeschön. Noch mehr. Oh. Es ist eingefroren. Was ist los? Okay. Was auch immer das war.
So, hier gibt es nichts weiter, nein. Nein. Ach, schöne Welt. So, dann gehen wir erstmal zur Kirche. Ist das eine Blume? Nein, das ist nur Deko. Okay. Kirche von Ele. Ah ja. Da ist der Typ. Hier war irgendwas. Goldene Rune. Wofür auch immer. Ja. Ruhe in Peperoni. Goldene Rune. Was ist das? Benutzt dies meine kleine Anzahl. Ah, alles klar. So. Hallo, Erdenfrucht. Ja? Hallo? Wieso funktioniert da nichts? Okay. Okay, keine Ahnung. So. Ah, Verstärken von Waffen. An Schmiedetischen könnt ihr eure Waffen mit Runen und Schmiedesteinen verstärken. Irgendwo im Zwischenland gibt es einen Schmied, der eure Waffen sogar noch weiter verstärken kann. Nice. Dankeschön, was haben wir da? Schmiedestein. Wofür war da nochmal gut? Da versteckt. Ah, Waffen auf bis zu plus 3. Okay, cool. Hallo. Ich nehme mal das Schwert weg. Hallo und guten Tag. You're tarnished. I can see it. And I can also see. That you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carly. Hello, Carly. Fine goods. Oh, ich kann mir verkaufen. Informationen über Carly. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself. Who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. You know, if you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. Ja, okay. You know, hat er noch was zu sagen? If you can spare the rooms, you should buy yourself a crafting kit allows you to make essential, really. If you intend to... The kit costs a bundle, and I admit... But the important thing is that you survive. Ja, okay, kaufen. Was hat er denn zu verkaufen? Ladenmenü. Über das Ladenmenü könnt ihr mit Runen... verschiedene Objekte kaufen. Ihr könnt auch Objekte für Runen verkaufen. Jeder Händler hat viele verschiedene Waren. Was hast du denn? Wurfdolch! Ja, Wurfmesser! Die sehen aus wie diese kleinen Stiche von... Also, wie das kleine Elbenschwert von Bilbo Baggins. Stich oder Frodo oder keine Ahnung. Wurf auf Gegner, um Schaden zuzufügen. Teleskop macht es möglich, bei denen die Fallen zu sehen. Für Powerstoff aber. Offenbart Korb und feindliche Rufzeichen. Okay. 1500. Gesprungener Topf. Zur Herstellung von gesprungenen Töpfen möglicher Behälter. Befähigt. Ja, Werkzeugsatz. Befähigt euch zur Objektherstellung. Was ist das? Handbuch des nomadischen Kriegers. Erweitert das Handwerksrepertoire. Oh. Ah, okay. Nicht so nah, so weit das Handwerk, okay. Pfeile, Bolzen, Fackel. Die Fackel ist, glaube ich, ganz praktisch, damit man in der Dunkelheit sehen kann. Großer Lederschild, Kettenhaube,
Kette Rüstung, Kette Gurken, Kette Gamaschen. Notiz, Flasche der wundersamen Arznei. Okay. Williams Wegpunkt. Ist das alles? Das ist alles, was er zu verkaufen hat. Okay, dann kaufe ich mir, wo ist das Ding da? Den Werkzeugsatz. 300. Ohne. Voll. Dankeschön. Wurfmesser? Weiß ich nicht. Wie viel kostet ein Wurfmesser? 40? Deutsch meine ich. Wurfdeutsch. Noch nicht. Nein, danke. So, noch was? Die Fackel. Die Fackel ist gut. Wichtig, meine ich. Fackel. Oh. Okay. Danke. Jetzt habe ich nur noch 120 und das war's auch schon. Kann ich was da kaufen? Wie viel? Keine Ahnung. Okay. Ich bin froh, dass du meine Warnung zu Herzen genommen hast. Du hast eine exzellente Wahl gemacht. Mhm. Cool. Objektherstellung. Mit dem Werkzeugsatz könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wählt im Hauptmenü Objektherstellung aus dem Weg, um Objekte herzustellen. Wie ihr noch andere Objekte herstellen könnt, lernt ihr aus gefundenen Rezepten. Danke. Schön. Behälter. Um bestimmte Objekte herzustellen, braucht ihr gesprungene Töpfe oder andere Behälter. Ihr könnt nicht mehr diese Objekte herstellen, als euch Behälter zur Verfügung stehen. Das Behälter wird bei Benutzung verbraucht, aber die Behälter bleiben erhalten. Ah, okay. Kann ich mich jetzt da reinsetzen? So. Oh. Was? Ach so, reden. What is it? Still going to purchase something? Nein. Goodbye for now. Gehabt euch vorerst. Jawohl. Was tut da eigentlich? Im Stock. Hörst du da was oder keine Ahnung, was du da machst? Wie kann ich? Achso, Objektherstellung. Das geht direkt dort, okay. Objektherstellungsmenü. Über das Objektherstellungsmenü könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wie ihr noch andere Objekte herstellt, lernt ihr aus gefundenen Rezepten. Ja, ja, ja. Euer Topf. Aha. Okay. Pilz. Mhm. Wählender Schmetterling. Der Lauf vor allem anderswo. Aha, okay. Kordel. Ah, ja. Okay. Noch ein Wurfpfeil. Okay. Roba-Rosine. Bitte dies Sturmwind für eine LP-Regeneration. Aha. Okay, Regenbogenstern platzieren erzeugt buntes Licht, das euch leitet. Ah. Findet man im Trümmern. Aha, okay. Erdenblattblume. Was grob und feindliche Rufzeichen. Ah, okay. So. Ja, kann ich mich jetzt bitte da hinsetzen? Jetzt Gnade berühren. Okay. Verlorene Gnade entdeckt. Schnell reisen zu Orten der Gnade. Über eure Karte könnt ihr sofort an bereits entdeckte Orte der Gnade reisen. Es gibt aber auch Dungeons und Orte, an denen dies nicht möglich ist. So, ich setze mich mal hin. Gibt's hier was Neues? Nein. Flaschen? Oh, nein, habe ich noch nicht. Flaschen verstärken. Afro gefüllten, okay. Menge der mit Flaschen Afro gefüllten LP mit einer heiligen Träne erhöht. Flaschenauffüllungen verteilen. Ah, Aufteilung der Flaschennutzung. Über dieses Menü könnt ihr die Zahl der Nutzungen in jeder eurer Flaschen verteilen. Ihr habt ein festgelegtes Maximum an Flaschennutzungen. Ihr könnt entscheiden, wie viele dieser Nutzungen für die LP-auffüllende Flasche mit Puppertränen und wie viele für die FP-auffüllende Flasche mit Himmelstränen sind. Okay. Das lasse ich mal so. Abbrechen. Gut. Okay. Dann verlasse ich mal. Und jetzt, was ich schauen wollte. Ich weiß ja jetzt...
Der Typ ist weg. Ich wollte schauen, wie ich diese super, also meine Gabe mit dem Schwert einsetzen kann. Nee, der bleibt weg, okay. Gut. Also. Wie kann ich... So. Ah. Okay. Duell. Echt? Heißt das so einfach Duell? Hacke. Jawohl. So. Okay. Ich glaube, das sollte so nicht sein. Okay, warte mal. Hä? Ich habe einen Bug gefunden. Oh. Na, Ausrüstung. Hallo? Na. Okay, wenn ich jetzt nochmal... Ja, keine Ahnung, meine Fackel ist kaputt. Okay. Ja. Wie kann ich... Ist Duell wirklich schon diese Fähigkeit, die ich da habe? Keine Ahnung. Angriff, Talent, Shift Rechtsklick, Talent. Ja, das scheint das zu sein. Jetzt ist er wieder da. Okay. Dann ruhe ich mich mal nochmal aus und dann geht es. Los, weiter. Was ist meine derzeitige Tragkraft? Gleichgewicht? Nein. Deckung? Nein. Ich würde gerne... Gewicht da. Mittlere Last. Okay. Gut, weiter geht's. Ohne Blume. Ah, jetzt funktioniert die Fackel. Ups. Hier. Ah, was auch immer. So, da gibt es nichts. Da ist noch eine Blume. Oh, die so schön leuchten. So, da ist noch was. Da ist ein Gegner. Ich bin schon gewundert, wo er bleibt. Okay.
Oh, was hast denn du für mich? Kukri. Oh. Was? Bolzen. Zwei Items. Fünf Bolzen und ein paar Kukri. Keine Ahnung, wie viele das waren. Das war nicht so toll. Bringen und Kuh. Ah, das ist wohl viel besser. Da ist eine Höhle. So, wohin schaut der? Ach, das ist doch der Boss, den wir vorhin hatten. Komm her. Und das Feuer eilig. Hast du was für mich? Nein, 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 nein. Okay. Was ist denn das für eine Nebelhöhle? Was ist das? Ah, ein Pilz. Oh, leuchtet. Shiny, shiny. Oh, komm her. So. Okay. Nix. Okay. Okay, das war die Höhle. Interessant. Oh, Blumen. Und schaut der ins Gebüsch, okay. Klingt immer so laut. So. Oh. Ach, jetzt ist das der Fackelmann. Okay, den holen wir. Jetzt sind die alle gespawnt. Okay. Den Typen auf dem Weg habe ich nämlich die ganze Zeit vermisst. Und auch noch im Gebüsch perfekt. Besser hätte es nicht laufen können. Irgendwas macht da Geräusche. Was zur Hölle? Wer verreckt denn da? Ja, was zur Hölle? Okay. Was zum Teufel? Okay, danke schön. Alter, was? Was zur Hölle geht mit dem ab? Schreien die da oben? Alter, sind das wirklich die Typen, die da oben hängen? Warte mal. Nein.
auch nicht. Okay. Okay, ich kann nichts machen, also gehe ich mal wieder. Ist das irgendwo unten? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, will ich dahin? Ich gehe erstmal den Pfad weiter entlang. So. Ah ja, F drücken. Ist das eine Blume? Was ist das? Erbar. Was? Ah, das ist ein Schädel. Was bist denn du, Herbar? Material, ja, wow. Findet man den Dickichten und anderswo. Okay, cool. Also einfach nur eine Pflanze. Oh. Hallo. Nein, nein, ach Mann. Hinterher, Junge. Mann. Alter. Jawohl, was war denn das? Trainerskarabäen. Es gibt Popo-Tränen und Himmels-Trainerskarabäen. Besiegt sie, um die ihrem Typ entsprechenden Flaschen aufzufüllen. Ah, ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es eure maximale Anzahl erlaubt. Ja. Das war der. Hier ist ein Lager. Da scheint nicht viel los zu sein, obwohl hier eigentlich Leute sein müssten. Ich glaube, mein... Oh. Ich glaube, mein Rechner lädt nicht ganz hinterher. Unter den Ruinen liegt ein Gemach. Okay. Ich gehe mal außen rum. Nicht, dass ich mittendrin dann umzingelt bin, wenn die Leute spawnen. So. Ah, da ist ein Erdfurz. Fuchs. Da ist auch wirklich niemand, ne? Nix, nada. Okay, dann gehe ich mal dahin. Zu diesem Wagen. Cool. Oh, was ist das denn? Ein Leuchtschädel. Oh, goldene Runde, da war sogar was drin. Jetzt kommen die ganzen Leute herangespawnt. Hallo. Assassin's Creed. Hast du was für mich? Nein? Okay. Ruinen vor dem Tor. Ah, ja. Bestimmt. Pflege? Oh. Ein neues Spielzeug. Was brauche ich dafür? Nötiger Attribut, Bute Geschicklichkeit 18. Was habe ich? 12. Wirbelnde Kette. Das ist ein Morgenstern! Das ist... Oh lol, warte. Nein, oh mein Gott, nein. Als ob, warte.
Ah ja. Toll. Ich sehe, was ich davon habe. Mhm. Die Fackel funktioniert auch. Ja, was ist denn los? Hä? Ach man, ich will meinen Flegel sehen. Was ist denn jetzt los? Ah, ich bin schwer. Alles klar. Aber was ist mit... Gut, die Fackel nehme ich mal weg. Warum kann ich den Flegel nicht sehen? Mann, was ist denn los? Mann, ich will ihn sehen. Ich sehe nichts. Oha, was war denn das? Warte mal, nochmal. Oh. Interessant. Moment. Okay, warte mal. Och Mann, ich höre, dass das eine Kette hat, aber ich sehe die nicht. Ich sehe die Kette nicht, oh Mann. Jetzt ist das Ding gespawnt. Ja, geil. Ja, geil. Oh mein Gott, wie cool ist das? Alter, wie cool ist das denn? Ja. Warte mal. Und die ganzen Schädel, die auf dem Boden herumliegen, die nehme ich mal gleich. So, was haben wir da? Goldene Rune, dankeschön. Oha. Warte mal, ich wollte einen Sprungangriff machen. Yeah. Da ist noch eine goldene Rune. Und ich darf wieder 1000 Jahre warten. Alles klar, Spiel. Oh je, ich brauche ein Update. Gut. Ich schaue noch mal in den Einstellungen nach, ob es vielleicht noch irgendwas gibt, was ich anpassen kann. Mann, mach das weg. So. Gut. Mann. Gut. Mach mal aus. Nee. Ich will mich reinsetzen. Ich will den Furz schnüffeln. Ich will mich aktivieren. Boah, ich möchte den Flieger aber auf jeden Fall jetzt probieren. Nur weiß ich nicht an wem, weil es gibt hier niemanden. Kann ich eigentlich... Oh, ich kann. Okay. Was ist da? Das sind einfach nur... was zum Teufel seid denn ihr? Was zum Teufel seid denn ihr? Mittlere Last, alles klar. Da ist doch ein Schädel, aber der hat nichts, oder? Daneben, alles klar. Yeah. Physik. Ja. Kurz, hallo? Bitte kommen. Jetzt. Nein, bitte. Verlorene Gnade entdeckt, hurra. Ja. Will ich mich hinsetzen? Ich weiß nicht. Ich mach mal. Nachdem ich die Blumen genommen habe. Ja. Ja, ich setz mich mal hin. Und versuch mal diese schnelle Reise.
was sehr lange dauert. Na toll. Hallo, Spiel? Hängst du gerade oder? Oder nicht? Oder wie? Oder was? Oder wie? Hallo? Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie lange ich noch Schwarzbildschirm wird, also bleiben wird. Sollte das Spiel noch laufen, die Aufnahme aufnehmen und so, ja, ich würde dann, glaube ich, einen kleinen Schnitt machen und wieder reinschauen, wenn irgendwas passiert, wenn das Spiel jetzt nicht abgestürzt ist. Hallo? Hallo? Wie lange nehme ich schon auf? Hallo? Ich brauche ein PC-Update. Ah! Okay. Ein Geist! Ein Geist! Ah! Nein. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina.
I offer you an accord. Aha. Nein, ich schon wieder laden Bildschirm. Ach Mann. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, maidenless. I can play the role of Maiden, turning runes into strength. To aid you in your search for the Elden Ring. You need only to come with you. Da bist du ja. To the foot of the Erd Tree. Okay, warum nicht? Level ups wären ganz hilfreich. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah. Another matter. I bequeath to you this ring. Oh. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Oh, okay. Stufenaufstieg. Na, mal gucken, ob das geht. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment. Share them with me. Ah. Your thoughts. Your ambitions. The principles you would follow. Okay. Stufenaufstiegsmenü. Über das Stufenaufstiegsmenü könnt ihr Runen ausgeben, um eure Attribute zu verbessern. Mit jedem verbesserten Attribut erhöht sich eure Stufe um 1. Mit zunehmender Stufe steckt allerdings auch die Anzahl der Rune, die ihr für eure nächste Attributsteigerung benötigt. Nice. Ich habe nicht genug. Mhm.
Okay. Na, das war's doch schon. Kann wieder gehen. Und was ist mit... Du verschwindest einfach, du Geister Natur. Okay. Reiten. Benutzt die Spektralrosspfeife, um euer Spektralross herbeizurufen und zu reiten. Ihr könnt das Spektralross nach seinem Tod erneut rufen. Dabei verbraucht ihr doch eine Flasche mit Purpurtränen. Hoch zu Ross drückt ihr entweder irgendwas oder benutzt die Spektralrosspfeife erneut, um abzusteigen. Yay! Oh. Beutel. Im Hauptmenü könnt ihr über Beutel 6 Gegenstände in euren Beuteln ausrüsten. 4 dieser Gegenstände können ohne Öffnen des Hauptmenüs benutzt werden. Mhm, okay. Wie genau funktioniert das dann? Oh, warte mal, ich muss das, glaube ich, hier umschalten? Umschalten. Jawohl. Ja, und jetzt? Ach, da bist du gewesen. Wo bist du, Sturmwind? Hallo? Gehst du jetzt auch unsichtbar wie die Melina? Ah! Wow! Wow, ich hab ein... Das gibt's doch nicht. Wow! Jetzt geht's ab! Jo, Bonanza! Komme ich wieder runter? Ach, jetzt ist das Pferd da. Hallo. Wie komme ich wieder runter? Wie komme ich runter? Ah, oh cool. Praktisch. Ja, wie komme ich runter? Mhm. Cool, aber... Angenehm, aber wie komme ich runter? Ei, caramba. Jetzt ist das Pferd schon wieder weg. Hä? Ist das so ein Spektralpferd oder was? Also, da ist das Pferd. Jetzt ist es wieder weg. Okay. Wie komme ich runter? Hä? Hallo? Hä? Ich... Hä? Hallo? Untersuchen mit X toll. Was ist X? X ist, keine Ahnung. Scheinbar Dings wechseln. Hä? Da komme ich vom Pferd runter. Oh Mann. Weltenring. Ah, okay. Herbeizurufen und zu reiten. Ihr könnt das Spektral raus, erneut rufen. Nutzt die Spektral erneut, um abzustecken. Ach so. Hey, das ist ja umständlich. Echt? Okay.
Wow. Yeah. Toll, dankeschön. Das war's, da hat nichts gedroppt, okay. So, jetzt nochmal. Boss. Ah, dankeschön. Schön, dass du kommst. Oh, Blumen. Ach cool, ich kann sogar Sachen sammeln, während ich tauche reite. Cool. Voll cool. Schädelknackmasse. Bam, bam, ba, ba. Da war nix. Da war nix. Oh. Oh. Nein. Lol, was? Was? Wo kommst du denn her? Gott, ist das umständlich so viel zu toll. Wow. Ach, da, was zum Teufel. Nein, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich. Hilfe, ich bin ja fast tot. Was zur Hölle? Oh, cool. Ja, ich glaube, Morgenstern auf dem Ross ist nicht sonderlich passend. Aber jetzt habe ich das Ding verloren. Ja. Ich glaube, eine längere Waffe ist viel besser. Nein, 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 der hat mich gesehen. Pferd. Dankeschön. Gut, das ist der Ringgeist. Also Linksklick ist Rechtshieb und Rechtsklick ist Linkshieb. Das würde ich gerne noch irgendwie anders haben, wenn das geht. Bitte. Okay, scheinbar nein. Oh. Oh. Kommt der Schädel her. Cool. Danke. Okay. Nice. Es leckt. Hoch, da läuft eine Fackel. Okay. Wow. Wow. Was zur Hölle? Mann. Also geht doch. Ja. Ich weiß, ich laufe die ganze Zeit im Kreis herum, aber... Ah, ich befürchte, mein Rechner schafft nicht ganz. Was geht mit dem Busch ab? Ich meine, hier ist ja niemand. Irgendwie.
Blümchen pflücken ist ja aber auch nicht so toll, ne? Oh. Oh, Blumen. Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwo reinzureiten, wo ich nichts sehe. Blümchen. Okay, folgendes. Ich glaube, es wäre besser, das Let's Play vorerst zu pausieren, weil... Folgt mich was? Nee. Ja, es passiert nichts halt, ne? Also... Ich meine, ich kann jetzt mal dahin gehen, aber ich habe keinen Bock zu verrecken von irgendwas. Weil ich meine, ich war hier schon mal, ich weiß, was hier ist, deswegen will ich nicht dahin gehen, ohne zu sehen. Ohne was zu sehen. Versteht ihr? Da fliegt zum Beispiel einfach eine Fackel hin und her, wie so ein Irrlichtfeuer. Aber hier stehen normalerweise... Was ist das? Ah, jetzt steht da jemand. Aber nur einer. Na gut, den können wir nehmen und dann würde ich sagen, mache ich Schluss für heute. Ich meine, wow. Oh, nice. Mann. Mann, diese Grundding klein. Also, ah, ja. Wir sehen uns wieder. Wann weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass diese Folge eher so meh ist, aber ich habe... Oh, da ist noch was. Aber ich habe wirklich keine Lust, nichts zu sehen, versteht ihr? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach, Gesten gehen die nicht, okay. Tschüss. Mano.